Ist mit der Mappe da hinsperrt, Maul vor. Da kannst du auch Deutsch sprechen, ich habe kein Wort verstanden. Paruski. Ja, nein, Ruski. Иди нахуй, сучка, блядь. Маульвурф. Sie. Was willst du denn? Sie sind sich registriert. Bitte, was will ich? Von, Sie sind sich registriert von unserer Kampagne, um online zu traden. Sind Sie sich registriert von unserer Kampagne? Gib mir mal den Typen, der Sie, den Text Sie. Geschrieben hat. Den will ich fertig machen. Sie sind sich registriert. Sie sind sich registriert. Wo hast du Deutsch gelernt? Und sagst, du heißt Schmidt mit Nachnamen. Für wie dumm haltet ihr denn die Menschen? Hey, Maulwurf. Ja, Maulwurf ist am Apparat. Möchten Sie das Konto, ja. Möchten Sie das Konto aktivieren oder lassen Sie so aktiv? Was für ein Konto denn? Du kriegst ja keinen geraden Satz raus. Das heißt, das bedeutet um Bitcoin. Das bedeutet um Bitcoin. Krypto. Du bist eine ja. Dumm. Du bist ein Dumm. Sie hat's gesagt, Freunde, du bist ein Dumm. Wie viel kann man verdienen bei euch? Sag mir. Komm. Dabei. Komm her, Berlin-Alexanderplatz. Ja. Ich prügel die Scheiße aus euch raus. Woher kommst du eigentlich? In Berlin, habe ich gerade gesagt. Du hast ein Gedächtnis wie ein Eichhörnchen, ein Hirn wie ein Meerschweinchen. Aus Serbien? Ha? Nein, Russia. Aus Serbien? Ruski. Von Ruski. Ja. Haben Sie über NATO gehört? Habe ich was gehört? Haben Nazis? Sie über NATO. Was habe ich denn gehört? Was haben die denn schon wieder gemacht? NATO. Was haben die gemacht? Fragezeichen, Punkt. Ja. Haben Sie über NATO gehört? Ja, vor 60 Jahren das erste Mal. Und du? Ja. Weißt du, was NATO ausgesprochen bedeutet? Ja. Wofür steht NATO? Sag mir, ohne jetzt Google zu drücken. Ja, ich sag dir, wenn du hier kommst. Wo bist du denn? Kasachstan? Hier, in Wien. In Wien, ja, ist klar, da haben so Figuren wie du doch Hausverbot. Ja, wenn du hier kommst, dann können wir also mehr sprechen. Na, wenn du mit mir sprechen willst, musst du zu mir kommen. Seit wann kommt der Jäger zum Abzocker? Das läuft umgekehrt. Ja, du musst hier kommen. Nee, du musst hierher kommen. Nein, du musst... Hast du Angst vor deutscher Polizei? Deutsche Polizei macht dich kaputt. Nein. FSB auch. Ich habe schon mit dir zu tun. Ja, das glaube ich. Deswegen habe ich gefragt. Ja, deswegen habe ich ihn gefragt, haben Sie über das gehört? Achso, die NATO jagt euch auch, das glaube ich sofort. Jeder Mensch hasst euch. Guck mal, ich habe für Leute wie dich neulich ein Gedicht geschrieben. Soll ich dir das mal vorlesen? Wie lautet ihre Adresse eigentlich? Altschauerberg 8, 91448 Emskirchen. Altschauerberg. Die Nummer? 8. 91448 Emskirchen. 91148 Emskirchen. Nein, 91448. Das sind schon 5 Zahlen zu viel 91448. Ja, Emskirchen. Kirchen. Und was schickst du mir jetzt? Irgendwelche Fake-Medikamente, oder? Nein, ich werde kein Medikament Ihnen senden. Was dann? Dann ich werde kommen. Du, kannst du nicht mal laufen ohne Hilfe? Geschweige denn Auto fahren. Nein, laufen nicht. Wer hat gesagt, dass ich im Laufen da komme? Nee, kannst du ja gar nicht. Du, weißt du, ich mag ja nette Frauen und Frauen mögen ja Gedichte. Warte mal, ich habe ein Gedicht geschrieben. Darf ich dir das vorlesen? Ja, natürlich. Alles klar. In der Schule viel zu blöd, heißt's jetzt Telefon getrödelt. Statt Karriere... Kind und Frau wirst du fett und stinkst wie Sau. Von der Familie verstoßen heißt's nun Bitcoin-Fake-Shop lose. Bist absolut talentbefreit, zu jeder Missetat bereit. Statt Ehre, Anstand, kriminell, hoffst du auf Kohle viel und schnell. Schnell einen Armen ausgedacht, ein schlechtes Skript fix beigebracht. Lahm wie ein Faultier sitzt du da, nicht mal dein Fake-Name ist dir klar. Arme Menschen zu betrügen, erfreut dich jetzt in vollsten Zügen. Doch blöde, sackdumm und debil, wer hier arbeitet, kann nicht viel. Nicht mal betrügen kriegst du hin, schon wächst das dritte Doppelkinn.
bis zu dumm zum Sätze sprechen, Grammatik, Geo und auch Rechnen. Nur Fünfer, Sechser in der Schule, hast Juden, Christen, Deutsche, Schwule. Liebst Adolf, Stalin, Erdogan, im hohlen Kopf nur Achterbahn. Bist du noch da? Das waren jetzt zwei Kapitel. Ja, ich hab gehört. Ja, warte, ja. Geht weiter. Ist dir ein... Was? Geht weiter. Geh weiter. Ja, ist dir ein Glücksabschluss gelungen, wird geklatscht und laut gesungen. Geschrei, Getöse und Krawall, Stimmung wie im Schweinestall. Und auch du fühlst dich ewig cool beim Elend in der Scheiße suhlen. Keine Ehre, kein Gewissen, mies ins eigene Nest geschissen. Das ganze Leben kriminell, heim zu Mutti aber schnell. Deine 5 Minuten Fame kannst du bald auf YouTube sehen. Du wirst verarscht und ausgelacht, hast das auch hier zu nichts gebracht. Dreist und frech und blöd wie Brot, droht bald Hartz IV und Wohnungsnot. Meist gehasst in aller Länder, Leute wie du und Kinderschänder. Statt Opa Erwins Kohle klauen, wird dir fett aufs Maul gehauen. Mossad, Stasi, Interpol, wirst bald zu Hause abgeholt. Dann heißt dich in den Knast zu schicken, wo dich nicht nur Ziegen ficken. In der Gefängnisschreinerei steht der Bock für dich bereit. Mic drop. Hast du noch irgendwas zu sagen? Mieses Drecksvolk. Jetzt haut sie den Tisch auf den Kopf oder Kopf auf den Tisch, ich weiß es nicht. Ich meine, du hast wahrscheinlich sowieso kein Wort davon verstanden, aber es ist schön, dass da mal einer bis zum Ende dranbleibt. Ja, ich habe alles voll verstanden. Ja, und das war ein Gedicht über dich. Das habe ich für dich geschrieben. Aha, die haben das... Das ist für dich. Willst du mich heiraten? Was hast du? Nein, ich will nicht heiraten mit einem Russen. Warum nicht? Du Rassistensau. Ich bin mit einer NATO geheiratet. Was ist denn eine NATO? Was heißt denn NATO ausgesprochen? NATO. Weißt du, was NATO bedeutet? Wenn du beim Google... NATO ist eine Abkürzung. Ja, du weißt ja gar nicht, was das bedeutet. Dann nimm das Wort nicht in den Mund. Du. Was bist du? Im Gegensatz zu dir ein ehrbares Wesen. Kriminelles Scheißpack. Dreckiges. Ist deine Familie stolz auf dich, wenn du mal abends nach Hause kommst? Ich habe heute Leuten das Geld weggenommen. Und einer hat mir ein Gedicht vorgelesen. So herzensgut bin ich noch nie behandelt worden. So viel Aufmerksamkeit hat dir wahrscheinlich noch nie einer geschenkt. Nee. Ich würde jetzt am liebsten den Spruch mit den Schnitzeln um den Hals sagen, aber das ist zu niveaulos. Diese Adresse, Altsauberakt 91448 in Kirchen. Ich werde da mit NATO kommen. Mit der NATO, ja. Dabei. Wir werden da kommen und dann wir sehen uns nochmal. Ja, aber wir haben uns noch nie gesehen. Soll ich dir ein Bild von mir schicken? Gib mir deine E-Mail-Adresse. Ja. Ach du Hurensohn. Dein Telefonnummer. Das ist die Telefonnummer. Deine Telefonnummer, die ist doch falsch. Gib mir WhatsApp von dir, oder hast du OnlyFans? OnlyFans-Account, Blatt. Ich werde jetzt Ihnen nochmal anrufen. Warten Sie bitte. Und was ist das für ein Unterschied? Meinst du, du schaffst es ein zweites Mal, die richtigen Tasten zu drücken? Was? Sie werden dann wissen, wo steht das Unterschied. Kleinen wo steht Moment, das? Das Unterschied zwischen dir und einer Affenhorde eine besteht Minute. Darin, dass die Affen sich gegenseitig Minute. Beschützen, statt abzuzocken. Mieses Scheißvolk. Du siehst dann, was ist passiert. Da bist du so dumm auf die Welt gekommen oder hast du dir das erarbeiten müssen? Gab es da irgendeinen Kurs, den du abgeschlossen hast? Nein. Dreimal Lobotomie in 24 Stunden, bereit fürs Callcenter. Dabei. Was für eine Mistkrabbe, die Alte.